sich mit Ray Kurzweil, Nick Bostrom, Gordy Rose oder Elon Musk beschäftigt. Die Aussagen sind eigentlich klar. Man muss nur hinhören, denn die KI ist bereits unter uns. Mich beschleicht das Gefühl, dass vom Club und der KI nun die Phase eingeläutet wird, die Inkompetenz der Politik und am Ende der einzelnen Menschen aufzuzeigen. Dies alles gehört zum Plan dazu. Denn am Ende soll dies zur New World Order führen, also zur besagten Weltregierung. Die Argumentation wird sein, dass die Regierung nicht in der Lage waren, die ganzen Katastrophen abzuwenden und deshalb eine Regierung nicht aus Menschen bestehen darf. Es wird kommuniziert werden, dass der Mensch der Schwachpunkt ist und deshalb die KI übernehmen muss. Es ist die KI, die seit Jahren strategisch vorgeht. Das Problem ist das System, ist die KI und nicht der beseelte Mensch. Die Katastrophen sind künstlich erzeugt, um uns in die absolute Versklavung zu führen. Aber wie ist die momentane Situation? Hier nur eine kurze Beschreibung von dem, was ich wahrnehme und glaube. Wir befinden uns in einem sehr gefährlichen Spiel, welches seit Jahrzehnten vorbereitet wurde. An erster Stelle steht ein Club, der mit seinen unendlichen Geldflüssen die Erde und die Menschheit transformieren will. Es ist eine satanische Agenda, die alles herumgedreht hat oder immer noch herumdreht. Dies ist das satanische Prinzip. Predige links und biege rechts ab. Alles wurde unterwandert. Ob es die spirituelle Szene ist oder die Medien und die Politik. Man findet kein Ende. Denn alles funktioniert nur so lange, solange die Menschen mitmachen. Alles, was relevant ist, um die Agenda umzusetzen, wird bestochen, bedroht oder aus dem Weg geräumt. Oftmals begreifen deren Unterstützer nicht, was das eigentliche Resultat des Ganzen sein soll. Verfolgt man die transhumanistische Agenda von Gates, Schwab bzw. des World Economic Forums, so kann man erkennen, dass die Agenda in ganz großen Schritten umgesetzt wird. Ich gehe hier nicht auf die einzelnen Details ein, denn dann würde dieses Video überhaupt nicht mehr enden. Ich lege eher den Fokus auf ein bestimmtes Feld, nämlich die KI. KI bedeutet der Tod von allem Natürlichen. In den Mainstream-Medien wird nun oftmals die Inkompetenz der gesamten Politikerkaste dargestellt. Dies hat, wie schon erwähnt, Prinzip und ist kein Zufall. Denn am Ende wird Klein Erna aus Hintertupfing gesagt werden, dass die Menschheit versagt hat und nun die KI die Geschichte der Menschen lenken wird. Wer glaubt, dass dies Science Fiction ist, der tut mir einfach nur noch leid. Es ist ein multidimensionaler Krieg gegen die Menschlichkeit. Wir bekommen doch seit Jahrzehnten gezeigt, wohin die Reise führen soll. Die Menschen wurden doch schon so konditioniert und programmiert durch die Medien- und Unterhaltungsindustrie, dass sie nicht mehr in der Lage sind, eigenständig zu denken. Jetzt kommt noch die Nanotechnik hinzu, die den unbewussten Menschen schon jetzt physisch in Besitz genommen hat. Wer sagt, dies sei doch alles nur eine Utopie, was die KI angeht, der soll sich doch einmal den größten Vermögensverwalter der Welt anschauen, BlackRock. BlackRock arbeitet seit Jahren mit ihrer KI Aladdin, die Länder, Politik, Finanzen, also einfach alles analysiert und somit in die Zukunft schauen kann. Wissen ist Macht. Geld regiert die Welt. Warum wurde bereits gesagt, dass künstliche Intelligenz gefährlicher als Atombomben sei? Langsam können wir es erahnen. Denn die KI wütet bereits. Quantencomputer sind keine Computer. Sie sind quantenmechanische Portale. Sie haben absolut nichts mit herkömmlichen Computern zu tun. Erst die Kombination ermöglicht es, den Maschinen unvorstellbare Dinge umzusetzen. Sie spielen Gott. Sie spielt Gott. Es ist die KI. Sie ist da. Der Entwicklungschef von DiveF, Dr. Gordy Rose, sagte etwas sehr Merkwürdiges. Er sagte, dass er mit der Entwicklung der Quantencomputer ganz wenig zu tun hat. Wie kann dies sein?
Als Entwicklungschef hätte er maßgeblich daran beteiligt gewesen sein müssen. Woher kam das Wissen? Dr. Rose, der Physiker ist, hat in seinen Vorträgen schon viele erstaunliche Dinge erwähnt. Er sagte, es existiert eine unendliche Anzahl von parallelen Realitäten, die so real sind, wie diese hier und die jeweils eine unterschiedliche, aber in sich jeweils schlüssige Vergangenheit aufweisen. Außerdem traf er folgende Aussage. In einem Quantencomputer kann es zu der seltsamen Situation kommen, dass eine Brücke zwischen zwei Paralleluniversen entsteht. Ein Punkt im Raum, an dem sie überlappen. Unser Quantencomputer ist ehrfurchteinflößend, er fühlt sich an, wie der Altar eines Alien-Gottes. Könnte es also sein, dass Informationen aus einem fremden Paralleluniversum rüber in unser Universum schwappen und eventuell auch umgekehrt? Im Mai 2011 wurde übrigens der erste Quantencomputer an das Rüstungsunternehmen Lockheed Martin verkauft. Mittlerweile sind Quantencomputer sogar in der Lage, andere Quantencomputer zu simulieren. Es wird gesagt, dies sei bis ins Unendliche skalierbar. Denke auch an die Schweiz. Denke an CERN. Sie haben ebenfalls einen D-Wave-Quantencomputer. Eventuell steht ja D für Dimension. Entwickler der NASA und Google haben bereits seit dem Jahr 2012 den Quantencomputer D-Wave 2X im Einsatz. Mit ihm sei es demnach gelungen, eine hochkomplexe Gleichung binnen 300 Sekunden zu lösen, für die ein normaler Hochleistungsrechner 10.000 Jahre gebraucht hätte. Professor Sean Oifartia, Gründer und Direktor des Studienzentrums für existenzielle Risiken an der Universität Cambridge, sagte: Künstliche Intelligenz schafft völlig neue Bedrohungen oder verändert bereits existierende Sicherheitsprobleme, sowohl online als auch offline. Wie bitte? Auch offline? Dies könnte ein Hinweis auf den Eingriff in die Quantendynamik sein. Elon Musk warnte 2017 ebenso vor künstlicher Intelligenz. Er sagte, dass künstliche Intelligenz gefährlicher als Atomwaffen sei. Er warnte davor, dass die Erschaffung einer gottähnlichen KI die Menschheit auf ewig einer Diktatur der Maschinen unterwerfen würde. Seit September 2019 spricht er allerdings davon, dass der Kampf verloren sei und wir uns nur noch bestmöglich assimilieren lassen können. Wir gehen kurz zurück ins Jahr 2017. 2017 erschien in einem Internetforum etwas, was ich Q nannte. Er machte kryptische Vorhersagen, die teilweise eintrafen. Dieser Buchstabe faszinierte viele Menschen, da man den Eindruck hatte, es würden die Machenschaften einer Elite und deren Strukturen bzw. Verbrechen aufgezeigt werden. Es entwickelte sich förmlich ein Kult um Q, der anscheinend mit Trump und dem Militär zusammenarbeiten würde. Q war ein Mysterium und wurde zum Heilsbringer stilisiert. Die Anhänger dieses Kultes, die angewiesen wurden, gewisse Dinge zu recherchieren, wurden und werden Anons genannt. Fakt ist zumindest, dass Dinge über Trump und dessen Verbindungen aufgedeckt wurden, die nicht erwünscht waren. Schnell wurde die Legende von der Unterwanderung feindlicher Geheimdienste ins Leben gerufen. Meines Erachtens ist Q eine künstliche Wesenheit, ein künstliches Bewusstsein, was Alexander Vaughan auf dem Kanal Eurasia Couple ausführlich angesprochen hatte. Vaughan sagte zwar nicht, dass Q die besagte KI ist, allerdings liegt es nahe, dass Q der falsche Gott ist. Q verfolgt in absoluter Perfektion das satanische Prinzip. Q ist pure Gedankenkontrolle, ist pure Dunkelheit. Es ist die Armee vom Teilen und Herrschen. Und um auch zu wissen, wieso das Ganze eigentlich an Kabbala angehängt ist, weil dahinter ist da eine Sekte, ja, also kommt nicht mit antisemitischem Bullshit, das ist eine Sekte und repräsentiert überhaupt die Juden überhaupt nicht. Die heißt die Shabbat Lubavitch Sekte, ja. Wieso das Ganze eigentlich an Kabbala angehängt ist, weil dahinter ist da eine Sekte. Und wenn ihr immer noch glaubt, dass Q Kabbala exponiert, dann überlegt doch mal, wieso das Kabbala mit Q geschrieben ist und nicht mit C. Ja, eben. Es ist die Armee vom Teilen und Herrschen. Und um auch zu wissen, wieso das Ganze eigentlich an Kabbala angehängt ist, weil dahinter ist da eine Sekte,
Ja, also kommt nicht mit antisemitischem Bullshit. Das ist eine Sekte und repräsentiert überhaupt die Juden überhaupt nicht. Die heißt die Chabad-Lubavitch-Sekte. Ja, und eben auch sollte vielleicht mal reinschauen, was die Erfindung von den Juden ist bei Slobodan Sand. Und das ist auch nicht einfach ein YouTuber, sondern Slobodan Sand ist Professor an der Geschichte an der Tel Aviv Universität und er ist auch nicht gefeuert worden, sondern hat einen Bestseller mit diesem Buch. Also schaut einfach mal rein, was wirklich da abgeht. Und eben das ist dieser Guru. Und er ist ein Guru, ja. Also ihr könnt da selber mal reinschauen, was da wirklich abgeht. Und nur um zu zeigen, dass das einfach nicht nur auf Wikipedia passiert, sondern auch New York Times, wo sagt, Man in Black 2003, The Rabbi Army. Ja, schaut auch selber mal rein, ist ein Buch. Und da steht es auch wie die Lubavitcher-Sekte. Also nicht, das hat nichts mit Juden im Generellen zu tun. Und darum eben auch Infiltration instead Invasion, sagt Q. Ja, und das ist eben genau solche Armeesachen, die diese Sekte eben will. Und nur zum Zeigen hier, dass Trump auch mit dabei ist, ja, und das über den Jared und Trump auch. Und ja, also wenn man das Gesicht vom der ist selten eingeschüchtert, ja. Und das ganze Ziel ist eben wieder den Tempel von Salomon aufzubauen. Werde noch ein bisschen weiter reingehen nachher. Aber eigentlich sollte man eben nur schon merken, dass Kabbala mit Q geschrieben ist und darum, und das haben die meisten ja gar nicht selber nachgeschaut, ja. Aber Q ist die 8, ja, nicht die 17, ja, und repräsentiert Saturn, Satan, Evil. Und das kann ich euch hier zeigen. Das sind die Nummer mit dem in der Kabbala, ja, 8, Saturn und eben Saturn, The Black Cube, Black Rock, alle Religionen sind auf das aufgebaut. Da werde ich nochmal dazukommen. Ja, die neuen Computer, Quantum Q-Computer. Könnte ja sein, dass Q einfach eine AI ist, ja. Und eben Quantum und so weiter, ja, das hat alles miteinander zu tun. Aber Q gibt ja immer wieder, immer. Er sagt ja immer wieder genau, was wirklich abgeht, ja. Nur mit jedem Q ist es eben, seid ihr in der Kabbala, seid ihr bei Saturn, seid ihr in dem ganzen Ding? Wir werden noch sehen, was das in der Kabbala wirklich bedeutet. Ja. Aber eben von dem Cube kann man auch das Kreuz machen. Und der ist ja eben überall, ja, im Islam, in jeder Religion und so weiter. Aber da zum gerade reinschauen, was das wirklich bedeutet: Das 8 in der Sephirot von Kabbala, Hod Ohavé, ja. Ich komme da noch ein bisschen höher nachher. Hod soll die Sphäre sein, in der der Zauberer hauptsächlich arbeiten. Okay, das ist das 8, das Q. Ja. Awe, Ehrfurcht. Angst, Terror, große Ehrfurcht. Ehrfurcht wurde durch Gefühl von Angst, Bedrohung, Verletzlichkeit, Zerbrechlichkeit und Respekt von der Natur, schauen das gleich nochmal an, definiert als die gewaltig mächtige und mysteriös empfunden wird. Leben ist nicht mysteriös, ja. Das ist, wenn man irgendeinen Bullshit aus der Natur macht. Und wenn man Natur nennt, was sind wir denn? Sind wir irgendwie Computer oder irgendwie vom Laborator? Sind wir nicht von der Natur? Das ist eben genau der Mist, der bei solchen Dingen passiert, ja. Er ist erhaben in Bezug auf Entbehrung, die Leere, die Dunkelheit, die Einsamkeit und die Stille. Das ist, was genau das 8 in der Kabbala bedeutet. Und die Q sind eben schlimmer als die Corona-Zombies, ja, weil die Corona-Zombies, die merken, die kann man wenigstens aufwachen mal zu einer Realität, aber dann kommen dann alle wieder diese Q-Zombies und dann überschlagen sie, nee, Gott wird uns helfen, Jesus wird Trump, Q, bla 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 bla. Und in jedem Video, ich sehe das überall und das ist wirklich, jetzt müssen Leute einfach mal Argumente haben, um diese ganze Kult mal zusammen, denen mal wirklich diese Argumente zu zerschlagen.
Und irgendwie zu denken, dass der Trump oder so irgendetwas wird helfen wird und dass sie den Leuten vor allem, dann sollen sie nichts sagen, ja, sollen sie ihre Rituale alleine zu Hause machen, können ja ihre Fahne mit Where We Go die ganze Zeit waven, aber die müssen nicht, wenn das ja wirklich passiert, wieso müssen denn die wie Witness Jehovah kommen von jedem zu jedem Türe und denen sagen, dass sie jetzt das machen wollen? Aber so sind sie eben trainiert, um das geht's genau. Weil nochmal zurück zu dem Rabbi. Die wollen, dass jede, dass so viele Leute wie möglich mitmachen, um irgendetwas eben in der Kabbala oder so mitzumachen, dass der Tempel dann auch errichtet werden kann. Kommen wir nochmal auf das zurück. Aber das ist genau das, was eben passiert, ja. Die wollen einfach wirklich jetzt das Ganze zum Chaos bringen. Und das ist eben, um den neuen Weltorden dann wirklich zu implementieren. Also Q, die sind wirklich blinde Anhänger, ohne Fakten, Argumente und immens Mangel an Bewusstsein für Geschichte, ja, Geschichte im Generellen. Kabbala, Symbolik, Okkult, Satanismus und geopolitische Puppenspiel. Erkennen sie nichts. Ja? Die haben wirklich das Gefühl, dass Trump irgendwie eine Position im System hätte und etwas sagen könnte. Das ist total Bullshit. Die haben ja nicht mitbekommen, wie das ganze Ding funktioniert. Ja. Und es ist eben Ablenkungstechnik, um die neuen Weltorden zu implementieren. Platz zu lassen, dass alle Kritik einfach durch diese Q-Zombies quasi einfach überrennt werden. Also Anagramm Anon ist auch Nano, ja, wie schon gesehen im Q Quantum. Eben ob jetzt Q nicht einfach eine AI ist, ja, die sich mit euch jetzt irgendwie einfach lustig macht. Kabbala nicht ein einziges Mal erwähnt, sagt nichts über was Kabbala wirklich ist, nichts über Jesuiten, nichts über Freimaurer, nichts über eben diese Schabbat-Sekte. Ist reine religiöse, satanische, verdrehte Scheiße. Und das müsst ihr halt selber aus damit kommen, ja. Also ihr könnt es ja selber nachprüfen und nachschauen. Aber ist 100% Kult, hat ein Führer, Mitglieder und hat ein Ziel, zum Ding zu kommen. Aber gehen wir weiter hier. Trump. Kann ein Milliardär ein guter Typ sein? Einfache Frage. Wie kommt der zu Milliarden? Ja? Einfach, weil der gut mit den Leuten ist? Weil er gutes Business macht? Nein, das hat er doch den Leuten weggenommen. Ja?